Ja, hallo gesagt, Tag gesagt. Herzlich willkommen zu DSD sein Midnight Figure Feature Folge 318, also in den Star Wars Dingern. Eigentlich haben wir ja schon irgendwie über 700 Videos oder so, ne, von DSD auf der Tour am dran sein, so Scratch-Zeug, Graffiti-Sachen, Conventions, guckt einfach mal die Playlist durch. Jetzt sind wir hier wieder bei Püppchen, hier Figuren, ne? Und zwar habe ich aus der Clone Wars Serie den Jedi Temple Guard. Und zwar heißt das Saga Legends 17. Ne, SL17 sind die Saga Legends, die auf. Ja, sind gar nicht Clone Wars. Da kamen ja ein paar Serien, die auf den Karten waren. Dann hast du hier hinten immer SL gehabt. Ne, ich gucke jetzt gerade wieder aus 2014. Ist also noch gar nicht so alt. Ja, gab es dann auch mal günstig irgendwie. Wisst ihr ja, mit den Preisen. Ne, dann waren die mal bei 8 €. Dann aber zwischendurch auch mal bei 13 € und vom Design fand ich das ja mal auch ganz witzig. Aber irgendwann nervt es auch, weil der Blister größer ist als alles andere. Du hast immer nur den, kein Bild irgendwie von dem Charakter, außer dir das Kleine halt. Das ist ein bisschen schade. Aber ich habe mich jetzt einfach mal dazu durchgerungen, das Ding aufzumachen. Schön ist übrigens auch, sehe ich gerade wieder, hier ist auch noch so ein Klebestreifen, so ein Folienklebestreifen hier drüber. Jetzt gucke ich gerade unten auch, ne, unten nicht, weil ich glaube, ich habe da im Laden zwischendurch auch schon welche gesehen, die da natürlich auch sich langsam gelöst haben, wo der Kleber lose wurde. Das war ja ganz geil bei den Black Series, bei den ersten, bei den schmalen schwarzen Karten mit den gelben Imperial-Streifen da. So, wie mache ich den jetzt offen? Ja, am besten würde ich ihn einfach hier, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die damals aufgemacht habe. Ich hatte da ja. Oh ja, hier ist ja schon wieder lose. Gibt's ja nicht. Hier ist auch ein Klebestreifen als. Das wäre ja jetzt super wieder. Weil, wenn der jetzt hier doch schon mal. Ja, aber dann schneide ich doch ein bisschen hier in den Druck rein. Ja, ich brauche hier neue Klinge, ey. Weil, wenn ich jetzt so unter dem Tesafilm her will, ja, komme ich trotzdem. Ja, da löst er dann doch hier natürlich wieder, ne, die bedruckte Pappe. Das ist alles Kacke, ey. Die machen auch immer was anderes. So, jetzt habe ich ihn hier durchgeschnitten. Arschlecken. Wahrscheinlich geht der Blister jetzt gleich doch lose. Ach, und die allseits beliebten Warnhinweise wieder, ey. Das nervt auch, weißt du? So, komm her. Schade. Bei den anderen Saga Legends halt und so, wo mit dem Vader-Logo drauf, diese dunkleren. Da eins zur Hand, ne, da hinten. Da hast du wenigstens hier noch eine Knickfalz gehabt, da konntest du das wenigstens noch so vielleicht vor der Figur stellen oder dir da noch irgendwie was machen. Ne? Und so sehen die auch ganz geil aus, finde ich. Achso, dann haben wir hier direkt aus Clone Wars noch ein Bild. Auch, ne? Disney steht natürlich auch drauf. Plus 4. Hasbro, ja. Die Nummer 43.303. Hier Serien-Dingsbums-Nummer, ne? Dann haben wir ihn hier einmal so. Und. Ja, komm, wir. Mit dem Doppellichtschwert ist natürlich auch geil. Also, ich hab da mal ein Kostüm gesehen. Ich denke, ich könnte das auch einblenden auf Hernebration. Hernebration war es, glaube ich. Hier Mara Pavis, oder? Mara Pavis? Pavis? Ich muss noch mal gucken, ich blende es mal ein. Na, die haben nämlich das Kostüm da auch stehen gehabt. Super geil. Und ja, dann lass uns mal das Ding entblättern. Na, warte ich. Nehmen wir vorsichtig eben den Lightsaber raus hier. Das kann man natürlich nur wieder ein bisschen biegen. So, mit Biegen und Brechen. So. Erhebt euch. Los, raus aus deinem Carbonit. So, da ist er. Dann gucken wir uns den mal aus der Nähe an. So, da ist er nun, der Jedi Temple Guard. Einmal wieder ein Rundumflug. Beziehungsweise er darf sich einmal im Kreis drehen, im Dreieck tanzen, im Viereck springen, was auch immer. So. Ja, der ist schon mal ganz cool, finde ich. Ja, komm, ich hole mal hier jetzt näher ran. Einmal hier erstmal die Doppelklinge. Ja, relativ schlicht gehalten auch der Lichtschwertgriff. Das sind dann auch nicht so lange Klingen, ne? Die sind dann gut bei einer Doppeldings. Brauchst du die kürzeren wahrscheinlich eh besser, wenn die da den Jedi-Tempel verteidigen und so weiter. Ja. Was haben wir hier? Hier haben wir
noch die sozusagen Bestempelung drin. Ich kann wieder nichts lesen hier. Meine Augen werden immer besser. Hier Nummer, hast du nicht gesehen? So, kommen wir mal zum Gesicht hier. Das ist schon ganz cool. Also mit der Kapuze hat das eh sowas Erhabenes, ne? So Jedi-mäßig finde ich. Das ist auch geil mit den beiden Farbtönen hier so. Ja, na gut, da lässt sich nicht viel bewegen vom Kopf halt. Ist eh dann ja, eine 4,5 Power, würde ich sagen. Ne? Arme, gut, die Arme kannst du jetzt ganz rumdrehen. Auch geil, diese Tunika hier, diese Robe dann so drum. Hier auch nochmal eine andere Schraffur. Am Gürtel. Das ist ja interessant. Was sind das für Dinger, die er hier am Gürtel hat? Ah, sind das, das könnten Schlüssel sein, ne? Verschiedene Schlüssel. Auch geil hier, dass das Muster so am Gürtel noch. Ja, ich glaube, das sind Schlüssel. Aber ansonsten belehrt mich eines Besseren. Also, ich wüsste jetzt nicht, also ich weiß nicht, tauchen die bei Rebels auch auf? Also bei Clone Wars habe ich die mal gesehen, aber was, ich finde die schon cool, die Figur. Aber die haben sowas, ja, an Antikes halt, ne? So Old Republic-mäßig finde ich halt. Da würde ich die eher zuordnen. Und sitzen kann er eh wieder nicht. Ne, weil das hier nicht, hier haben wir auch nochmal die Nummer. Ne, 43.301. Ja, das ist ja dann dieselbe wie hinten am Karton. Wo war sie denn? Ach hier. Da ist sie. Ne, also das ist schon mal identisch. Ist ja auch toll. So, mal gucken, wie die Beine von innen sind. Das ist schon mal gut. Da ist wenigstens nicht dieses fest ausgegossene, so wie es dann früher war, oder bei so ein paar Figuren waren. Ich glaube bei Leia war das. Ja, deswegen sind die Stiefel da noch angedeutet und die Beine, ne? Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, irgendwie habe ich gerade einmal lauter gesprochen, ist die Kamera wieder ausgegangen. Das ist unglaublich. Ja, die ist echt geil, die Figur. Ja, hätte ich mir mal noch ja, mindestens zwei holen sollen, ne? Dass du an beiden Seiten irgendwo hinstellen kannst für so ein Oldschool-Diorama und in schwarz. Also wenn es die mal irgendwo günstig gibt, nehme ich auf jeden Fall welche mit noch. Da kann ich welche von gebrauchen. Könnte man irgendwie noch schwarz lackieren mit schwarz-rot oder so. Wäre auch geil, dann so als so Dark Side irgendwie was wieder, ne? Also. Ja, ein schönes Ding. So, jetzt gucken wir mal eben hier. Die Hände sind natürlich auch wieder. Den Daumen, da hast du wieder Angst, den Daumen abzubrechen. Ja, oder ich breche hier die Klinge ab, weil die kann er dann eh nicht halten. Nee, das ist mir zu frickelig. Was haben wir hier? Aha, hier ist schon besser. Gut, jetzt hat er also so. Weiß ich nicht, ob das so toll ist. Da sticht er sich dann selber hier. Ja gut, so kann er aber halten. Ja, das ist ja auch so eine kleine Kampfpose sozusagen. Das geht also auch. Ja, ein schönes Teil. Eine gute Jedi-Wache. Ich hoffe, sie bewachen den Jedi-Tempel gut. Aber wie wir aus Geschichten von einer weit, weit entfernten Galaxis wissen, haben sie da wohl doch nicht so gut aufgepasst. Ne? Aber cool. Schöne Figur. Ja, brauche ich doch noch welche von. Mal gucken. Ja, die habe ich auch schon lange nirgendwo mehr gesehen. Ne? Also, hier nochmal die Karte. Was auch immer. Komm, wir gehen zum Schusswort über. Ja. Ne, das war dann die Folge 317 der Star Wars Reviews hier bei dieser Midnight Figure Feature. Also, wenn ihr ein paar andere Sachen sehen wollt, wie gesagt, geht mal Playlist durch. Da sind so 4, 5 verschiedene Kategorien. Und da könnt ihr euch auch noch ein bisschen durchgucken. Also es geht ja nicht nur hier um Spielzeug. Obwohl eigentlich schon. Ne? Ist ja alles irgendwie Spielzeug. Ja, finde ich ganz geil. Muss ich mal gucken. Also ein Jedi-Tempel habe ich jetzt nicht, den er bewachen kann. Könnte ja auch ein Abtrünniger sein. Kann man ja irgendwo hinstellen oder so. Ne? Ich bin eh für Outlaws, Abtrünnige und so weiter. Obwohl, das hat auch was mit Rebellion zu tun. Ne? Also muss nicht immer Darkseid sein. Ich schlabber mal wieder zu viel, wie immer, aber ihr kennt das. Danke fürs Zugucken. Prost wollte ich schon machen. Bis zur nächsten Folge. Und viel Spaß noch und möge die Macht und alles mit euch sein. Ne? Tschüss.